In diesem Video erklären wir dir, wie man bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg richtig wählt. Wer ist wahlberechtigt? Um wählen zu können, musst du mindestens 16 Jahre alt sein, den deutschen Pass oder den Pass eines EU-Mitgliedstaates besitzen und seit mindestens 3 Monaten in deiner Gemeinde gemeldet sein. Wo kann man wählen? Spätestens 3 Wochen vor der Wahl bekommst du deine Wahlbenachrichtigung. Hier steht, wann und wo du wählen kannst. Du erfährst auch, wie du eine Briefwahl beantragen kannst. Wer wird gewählt? Bei den Kommunalwahlen wird der Gemeinderat gewählt. Dafür bewerben sich unterschiedliche Parteien und Gruppen. Wie viele Stimmen hast du? Du hast genau so viele Stimmen, wie es Gemeinderatssitze in deinem Wohnort gibt. Hat der Gemeinderat 20 Sitze, so kannst du 20 Stimmen vergeben. Wie wird der Stimmzettel ausgefüllt? Einige Tage vor der Wahl erhältst du deine Stimmzettel, auch Listen genannt. Jede Partei oder Gruppe hat eine Liste. Beim Ausfüllen der Listen hast du mehrere Möglichkeiten. Erstens, du kannst eine Liste einer Partei oder einer Gruppe unverändert abgeben oder ein Kreuz auf diese Liste setzen. Dann werden alle Stimmen von oben nach unten den Kandidierenden dieser Liste zugeteilt. Zweitens, findest du einen Kandidierenden besonders gut, kannst du dieser Person auch 2 oder 3 Stimmen geben. Das nennt man dann kumulieren. Drittens, willst du Kandidierende von mehreren Listen unterstützen? Dann kannst du deine Stimmen auch auf Personen von unterschiedlichen Listen verteilen. Das heißt dann panaschieren. Was auch geht? Du schreibst den Namen eines Kandidierenden von Liste A auf ein freies Feld der Liste B und gibst der Person 1, 2 oder 3 Stimmen. Wann wird deine Wahl ungültig? Wenn du mehr Stimmen vergibst, als dein Gemeinderat Sitze hat, dann wird deine Wahl ungültig. Also vor der Abgabe besser nochmal durchzählen. Was musst du ins Wahllokal mitnehmen? Wichtig ist, dass du deine Wahlbenachrichtigung, deinen Ausweis und die Liste oder Listen mitbringst. Gerne schon ausgefüllt. Aber keine Sorge, notfalls bekommst du in deinem Wahllokal auch neue Listen. Weitere Informationen zur Kommunalwahl findest du auf kommunalwahl-bw.de. Und nicht vergessen, jede Stimme zählt.